Stand einmal mehr im NZZ-Job da in Zürich dürfen wir ein aktuelles Werk besprechen und wir dürfen das besprechen nicht nur mit dem Urs Rauber, sondern auch zugeschaltet Balthasar Glättli, was uns sehr freut. Ich heiße euch beide herzlich willkommen. Ich lade ein zu dem Gespräch im Rahmen vom Strategiedialog. Strategiedialog 21 hat zum Ziel gesetzt, eben quasi den Dialog zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aber auch zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wieder zu stärken, weil wir sehen das als essentielles Gut, auch schlussendlich für eine funktionierende direkte Demokratie. Einer von unseren Hauptwerte ist Freiheit und Verantwortung. Die wollen wir auch wieder ins Bewusstsein rufen. Und darum passt das heutige Buch von Kasper Villiger mit dem Titel «Mit Freiheit und Werten zum Wohlstand» mit diesen 12 Thesen sehr, sehr gut drin hinein. Jetzt würde ich gerne dich, Urs, bitten, uns eine kurze Übersicht zu geben zu dem Werk und wir steigen nachher in eine Diskussion ein mit dem Nationalrat, Herr Glättli. Urs? Ja, der Kaspar Villiger hat das Buch geschrieben, eigentlich als Vorlesung. Es ist eine längere Vorlesung gewesen vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg im Breisgau vor 2 Jahren und hätten das überarbeitet zu 12 Thesen und ist jetzt in diesem Sommer im Juni rausgekommen. Das Buch beinhaltet 12 Thesen zum Thema mit Freiheit und Werten zu Wohlstand. Es ist sozusagen eine Zusammenfassung von seinen Erfahrungen in der Politik. Er war ja Bundesrat von 1989 bis 2003, vorher lang Ständerat vom Kanton Luzern und auf der anderen Seite der Wirtschaft. Er ist ein Industrieller, ein von den wenigen Beispielen, wo ein industrieller Bundesrat wird. Vorher als Zigarrenfabrikant und Velofabrikant und später dann, nach seinem Rücktritt aus dem Bundesrat, ist er ja dann auch UBS-Präsident gewesen von 2009 bis 2012. Da fasst er quasi sein Resümee zusammen, nämlich, warum ist die Schweiz so erfolgreich, was ist das Rezept vom schweizerischen Wohlstand und er stellt dazu 12 Thesen auf. Und seine Stoßrichtung eigentlich, es ist ein liberales Plädoyer, das muss man von Anfang an sagen. Es ist ein Plädoyer für Eigenverantwortung, aber auch für Freiheit und für Marktwirtschaft. Für eine soziale Marktwirtschaft muss man gerade betonen, er ist kein Sozialabbauer, wie man in diesem Buch sieht. Da fasst er in diesen Thesen seine Erfahrungen zusammen. Jetzt, Herr Glättli, vielleicht die erste Frage gerade an Sie. Das ist ein Politiker, vielleicht noch aus einer anderen Generation auch FDP. Wie beurteilen Sie als heutiger Politiker, wo vielleicht auch eine andere Couleur hat, das Buch und das Werk und die These? Ja, zuerst danke für die Einladung. Für mich ist es ist eine interessante Lektüre gewesen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich spüre da viel mehr rheinischen Kapitalismus als das, was heute FDP so als These vertritt. Also in dem Sinn ist es wirklich so ein auch eine Begegnung mit jemandem, wo noch einen Freisinn verkörpert, wie ich einen näheren Zugang dazu habe, als vielleicht zum Freisinn, wie ich ihn zum Teil jetzt da im Bundeshaus auch erlebe. Ich finde vor allem eindrücklich, wie er eben auch ganz klar den neoliberalen Thesen eine Absage erteilt oder auch den radikal-liberalen Thesen eine Absage erteilt, die sagen, mit der Freiheit und Marktwirtschaft alleine ist alles gut, sondern er redet einerseits darüber, dass man eben auch vom Staat aus die guten Rahmenbedingungen setzen muss. Und er redet aber andererseits auch davon, eben, dass der Einzelne eine Verantwortung hat und dass es auch ein moralisches Fundament braucht in einer Gesellschaft, damit Freiheit zum Wohl von allen kann gelebt werden. Und das ist in dem Sinn, wenn man es jetzt so abstrakt und allgemein formuliert, etwas, was ich durchaus könnte unterschreiben. Also heisst das jetzt, muss ich gleich schnell konkret werden? Sie wären der FDP gut gesinnt gewesen zu dieser Zeit? Ja, also sagen wir es so, ich kann das ist, wenn Sie sagen, zu dieser Zeit, ich kann das historisch beantworten. Ich bin
1991 den Grünen beitreten, hier als 19-Jährige. Und in dem Moment für mich war klar, wenn ich hier nicht den Grünen beitreten wäre, wäre die Partei, wo ich am ehesten beitreten wäre, nicht die Sozialdemokratie gewesen, sondern die damalige FDP. Was nicht heisst, dass ich das dann gemacht hätte. Also ich wollte nicht sagen, ich müsse mich schwer entscheiden, das wäre dann doch zu viel des Guten. Aber für mich ist immer so der libertäre oder freiheitliche Ansatz, dass man sagt, eben, Freiheit und Selbstverantwortung, das sind zwei Teile, die wesentlich auch zu einer Gesellschaft gehören und man kann nicht alles staatlich organisieren. Das scheint mir richtig. Also es ist, sage jetzt mal so, das Böckenförde-Theorem, wo man ja sagt, bezüglich der Marktwirtschaft, also das heisst, dass eine Gesellschaft, dass Marktwirtschaft, das Fundament, das sie darauf aufbaut, nicht aus sich selber heraus kann gewinnen, sondern dass das gesellschaftliche Werte sind, wo das Fundament herstellt. Das gilt für mich auch für die Legitimation vom Staat. Also der Staat kann die auch nicht aus sich selber heraus schaffen. Urs, ja, wir haben gerade geschmunzelt. Im Vorgespräch haben wir nämlich noch gedacht, wie welche Richtung es geht. Du hast eine Frage. Ja, vor allem habe ich mal ein Kompliment, Herr Glättli. Also Sie überraschen das natürlich da mit Ihrem Bekenntnis, dass Sie fast einmal in die FDP eingetreten wären. Das freut mich und mich freut auch heute, dass Sie doch noch ein Stück weit so einen libertären Ansatz verkörpern innerhalb der Grünen. Es gibt ja die mehr Grünen, oder? Wo Sie sich offenbar nicht so ganz dazu zählen. Das ist mir schon mal sehr sympathisch. jetzt aber, aus meiner Sicht ist der heutige Freisinn nicht viel anders wie damals, aber lassen wir mal das. Was ich Ihnen gerne noch würde sagen, ist, in diesem Buch ist ja auch eine vehemente Warnung vom Villiger an die Politik im Allgemeinen, das betrifft ja dann nicht nur die Grüne Partei, oder? Nämlich, dass man jedes Problem, das entsteht, irgendwo gerade regeln will, durch neue Gesetze, durch Normierungen und so weiter. Und er sagt, die Gesetzesflut, die vielleicht gut gemeint ist, oder? Das würde ich Ihnen auch attestieren, den Grünen, aber auch allen anderen Parteien, dass die letztlich eigentlich die Freiheit vom Unternehmer, von der Wirtschaft so stark einschränkt, dass sie kontraproduktiv wird, oder? Und dort, glaube ich, ist seine Kritik, nämlich an allen Parlamentariern, also in einer eigenen Partei auch, doch sehr berechtigt, sich zurückzuhalten bei den Regulierungen und vielleicht ab und zu mal im Parlament zu überlegen, braucht es wirklich das neue Gesetz oder braucht es nicht einfach eine andere Anwendung, oder? Ohne dass man Kommissionen, Strukturen, neue Gesetze schafft. Also deine Frage ist quasi, wie steht der Herr Glättli zu dem? Ja. Also für mich ist, kann ich das teilweise nur annehmen. Meine These wäre jetzt ein bisschen quer dazu formuliert. Ich glaube, wir haben durchaus heute Überregulierung im Kleinen, im Detail und wir haben eine Unterregulierung im Grossen. Also wenn ich jetzt beispielsweise als Grüne daran denke, über die Frage, wie wir externe Kosten, die nicht direkt in eine Rechnung, in eine Betriebsrechnung einflüssen, die aber der Allgemeinheit entstehen, dass man die müsste internalisieren, da haben wir im Prinzip im Grossen eine Unterregulierung. Und dafür ist man dann in der Politik unheimlich schnell, wenn dann irgendetwas Schlagzeilen macht mit der Überregulierung im Detail. Also für mich als Anschauungsstück, das ich immer bringe, ist die ganze Frage von Verbot von Kampfhunden, oder? Wo da so ein typisches Beispiel, ein Einzelfall, der natürlich tragisch war, wo nachher alle eine Mehrheit vom Parlament sich vom Blick hat vereinnahmt und gesagt hat, ja, wir setzen uns für das Gesetz ein. Und dann ganz am Schluss hat man noch so halbe Kurve gekriegt und gemerkt, also, das ist jetzt vielleicht doch die falsche Reaktion, ohne dass man die Tragik vom Einzelfall mindern will, das ist klar. Aber für mich ist das wie auch etwas, wo mit der Aufmerksamkeitsspanne und mit der Gehetztheit von unserer Gesellschaft jetzt zu tun hat, dass man immer sofort eine Reaktion erwartet und Politik eigentlich dann fast nichts anderes hat, halt, als mit diesen Werkzeugen zu arbeiten,
die uns zur Verfügung sind. Und das ist, wir sind Legislative, wir sind nicht Exekutive, die dann sagen kann, in unserem Verantwortungsbereich machen wir jetzt das, ohne dass wir ein neues Gesetz brauchen. Jetzt noch kurz zur Präzisierung, es hat gerade einen kurzen Unterbruch gegeben. Sie sagen Unterregulierung im Grossen. Und was war das Beispiel, das Sie als Unterregulierung im Grossen sehen? Dort habe ich jetzt von der Internalisierung von der externen Kosten, jetzt zum Beispiel im Umweltbereich, geredet. Also ich denke, das ist etwas, wo ein gutes Beispiel ist. Also es ist zwar jetzt vielleicht, macht es mich auch nicht beliebter, wenn ich das nochmal vorbringe, die Initiative von der Grünliberalen, wo die Grünen ja auch unterstützt haben. Das war jetzt nicht die, die am meisten Zustimmung gefunden hat von allen vielen Volksinitiativen in den letzten Jahren, sondern eher umgekehrt. Aber trotzdem halte ich an dem eigentlich fest, an dieser Grundidee. Also vielleicht ist es handwerklich dort falsch gewesen, da hat man gute Kritik können anbringen. Aber im Grundsatz, dass man sagt, im Grossen muss man ein System so gestalten, dass der Markt nachher auch die richtigen Signale gibt. Sonst ist es natürlich eine falsche Scheingenauigkeit, wenn man dann auf Signal vom Markt in die Wirtschaft ausrichten, die gar nicht richtige Signale sind. Aber Herr Glättli, vielleicht einverstanden, ich kann mich da nicht näher dazu äußern, bin überhaupt nicht Fachmann auf dem Gebiet von der Energieversorgung oder von der Energiepolitik. Aber das andere Beispiel, das hat mir viel mehr eingeleuchtet, was Sie gebracht haben, nämlich von den Kampfhunden, oder? Haben Sie denn dort, also so wie ich jetzt das rauslese aus Ihrer Antwort, finden Sie ja das auch ein bisschen überreguliert und völlig unnötig. Haben Sie denn dort dagegen protestiert? Haben Sie gesagt, nein, wir brauchen das nicht? Wie ist denn Ihre Haltung in so einem konkreten Fall? Also gut, ich hatte ja jetzt in dem Sinne die Gnade der späten Wahl, dass ich da gar noch nicht als Nationalrat irgendwie gefragt bin. Mag mich aber also Irrtum vorbehalten, mag mich erinnern, dass mindestens die Grünen im Kantonsrat von Zürich, wo das ja auch ein Thema war, ja im Fall im Kanton Zürich, solche gewesen sind, die da dieser Panik machen und Regulierungswut ein vorsichtiges Nein entgegengehalten haben. Ich kann vielleicht ein konkretes anderes Beispiel bringen, wo ich jetzt in Verantwortung bin. Wir haben das Alkoholgesetz behandelt in einer der letzten Sessionen und ich muss zugeben, eine Minderheit gewesen in unserer Fraktion. Das dürfen wir manchmal, aber wir sind freiheitlich auch sogar als Fraktionspräsident, wenn man es vorher anmeldet. Und haben dort zum Beispiel gegen ein Alkoholausschankverbot für junge Erwachsene aber eine bestimmte Zeit am Abend gestimmt, weil ich gefunden habe, das verlagert das Problem nur, es löst es nicht. Und vor allem Verantwortung kann man mit dem auch nicht anzwingen. Wir haben die Analyse gemacht betreffend Social Media Aktivität in Verbindung zu Vorstössen, die eingereicht worden sind und Abwesenheit im Parlament. Da sind Sie ja hoch oben dabei gewesen, rund um Social Media Aktivität. Was wir aber gesehen haben, eben Vorstösse sind Sie jetzt nicht so aktiv wie gewisse andere bei Ihnen im Parlament. Müssten wir dann halt die Vorstösse, wie man die dürfte einreichen, anders handhaben und regulieren heute? Wäre das ein Instrument, oder wie, um wirklich über die grossen Fragen zu diskutieren? Ja, Sie könnten da von den Medien aus beitragen, wenn Sie das Ranking würden umtrüllen und sagen, der ist der beste Parlamentarier nicht, wo am meisten Vorstöße eingereicht hat, sondern der, wo zum Beispiel am meisten durchgebracht hat am Schluss, oder? Dann nachher ist, oder man könnte auch sagen, man könnte sogar ganz umkehren und sagen, der könnte sogar den loben, der am wenigsten Vorstösse eingebracht hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin mit mir selber, das ist so einer von Vorsätzen, den ich wirklich nicht gehalten habe. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, im Nationalrat möglichst wenig Vorstösse zu machen. Und ich habe dann aber das ist doch sehr verdient. Ja, aber ich habe es nicht gehalten. Also der Vorsatz ist gut, aber die Umsetzung ist schlecht. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass auch, eben wenn man zum Beispiel von Medien zu einer Äußerung angefragt wird, dann heisst es dann am Schluss, ja, machen Sie einen Vorstoss. Und dann sage ich, ja, eigentlich nicht. Ich würde einfach mal mit jemandem in der Verwaltung reden über das. Und dann heisst es, ja, aber wir müssen, damit wir etwas schreiben können, den Newswert, da brauchen wir jetzt. Und ich bin jetzt da ausgewichen auf ein Instrument, die sogenannte Fragestunde. Das zählt dann auch als Vorstoss, ist aber
ist aber eine Möglichkeit, die man an Antworten überkommt und man hat nur 500 Zeichen und kann dort etwas thematisieren, ohne dass man den Rat lähmt und die Verwaltung. Also, okay, Herr Gretli, völlig einverstanden. Mehr Fragen, weniger Initiativen, Motionen und so weiter einreichen. Ich finde, wir werden uns noch sympathisch während dem Tag. Ja, eben genau. Ich würde auch sagen, ja, wir müssten das mal gemeinsam abhaken. aber eben, ich finde es immer ein bisschen einfach, wenn man sagt, ja, es ist halt die Rolle der Medien, Medien als Mittel. Gibt es noch etwas anderes, was Sie uns können sagen? Also nur die Medien auch darauf aufmerksam machen, dass sie nicht immer sollen nach Vorstössen fragen oder eben, was gäbe es sonst noch? Aufklärungsstunde bei den Parlamentariern oder was bräuchte es? Ich habe ehrlich gesagt schon das Gefühl, dass so der Reflex, da ein Problem, hier ein Vorstoss, der würde weniger spielen, wenn das nicht auch in der Öffentlichkeit stattfinden würde. Also es geht mir nicht darum, da eine Medienschelte zu machen. Also ich meine, in dem Spiel machen zwei mit. Also könnte auch mitmachen oder nicht mitmachen. Ja. Allerdings ist natürlich die Öffentlichkeit so etwas vom wichtigeren Gut, gerade in einem politischen System, wo es eben nicht Parteien gibt, die allein eine Mehrheit haben. Ich habe das ganz anders erlebt im Gemeinderat von der Stadt Zürich, wo ich 13 Jahre war, wo wir zwischendurch amigs dann auch eine rot-grüne Mehrheit gehabt oder auch sonst einfach gewusst, noch mit einer Partei kriegt man das, also relativ einfach. Und dort zu meiner Zeit als Fraktionspräsident oder auch nachher dann so ein bisschen als Elternmitglied von der Fraktion, da hat man viel einfach hinter den Kulissen zusammen diskutiert, ausgemacht, Lösungen gesucht und dann das auch umgesetzt. Vielleicht nicht immer alles Sachen, wo jetzt Herr Rauber am besten gefallen, aber das ist ja nicht mit dem Punkt, eben, Herr Gretli. Das ist nicht der Punkt, oder? Sondern der Punkt ist, dass man nicht... Aber ist das vielleicht, warum man sagt, also wir haben früher den Filz, warum man halt gleich irgendetwas Gutes gehabt, wie man vorhin vordiskutiert hat, quasi intern? Absolut. Also Nein. Ich denke jetzt, das ist jetzt, also eben, wenn man Filz sagt, dann klingt es komisch, wenn man sich dazu bekennt. Man könnte vielleicht eher sagen, eine Art, ein Sinn für eine gemeinsam wahrgenommene Verantwortung. Oder? Mhm. So würde ich jetzt dann sagen. Und die Verpflichtung, dass man weiss, Man muss mit anderen zusammen eine Lösung finden. Das ist ja eigentlich der Charme von unserem System, dass selbst die grösste Partei, eine SVP, kann allein nichts durchsetzen. Oder? Mhm. Ja, absolut. Also auch einverstanden mit der Kritik an den Medien, Herr Gretli, da stossen Sie mir auf offene Ohren. Ich bin überhaupt nicht unkritisch meiner Branche gegenüber. Das ist schon richtig. Vielleicht noch schon eine philosophische Frage, aber auch gegen Sandy. Was bedeutet für Sie persönlich Freiheit, Herr Gretli? Also Freiheit für mich persönlich bedeutet, ja, ich würde es jetzt vermutlich am ehesten so mit der amerikanischen Verfassung sagen, the pursuit of happiness. Also dass ich das Recht habe, im Prinzip mein Glück zu suchen, und Glück ist etwas, wo ich für mich individuell definiere, das ist nicht ein gesellschaftlicher Wert. Ich habe dort auch ein bisschen eine andere Haltung als jetzt mein Parteikollege Bastien Giraud, der mehr so in einer utilitaristischen Ethik denkt und quasi wie die Idee hat, man könnte auch das Glück gesamtgesellschaftlich maximieren. Ich denke, das Glück zu verfolgen, das ist etwas, was jeder für sich muss machen, was die Aufgabe von der Politik ist, vielleicht ein bisschen bescheidener, Zufriedenheit oder die Abwesenheit von Elend, Armut, für das zu sorgen. Das wäre die Aufgabe von der Politik. Also individuelles Glück versucht. Gretli, ich glaube, da wären Sie ganz nach beim Thema, oder? Der Kaspar Villiger, oder, mit seinem Buch, ist ein Stück weit so ein libertärer Geist, oder? Und ich glaube, da gibt das Buch sehr viel, oder? Also ich glaube, die Freiheit in der Schweiz bei uns ist auch eine Quelle vom Wohlstand, oder? Natürlich gibt es auch Auswirkungen von dieser Freiheit, oder Abzocker und so weiter, würde ich Ihnen wahrscheinlich völlig recht geben. Aber das freiheitliche Denken verbunden mit dem Übernehmen von Verantwortung, oder von eigener Verantwortung,
wo mündige Staatsbürger übernehmen, das, glaube ich, wäre sehr wichtig. Der Kaspar Villiger, noch als letztes Wort einfach, zitiert übrigens in seinem Buch der John F. Kennedy, wo sagt, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. In dieser Art von Freiheit würden wir beide uns treffen, Herr Glättli. Mich würde es freuen, es wären auch noch mehr Grüne, die ich könnte mich treffen könnte. Die sollen doch bitte das Büchlein vielleicht mal hinschauen. Der Herr Kaspar Villiger ist nicht nur UBS-Präsident, sondern er hat auch ganz kluge Gedanken. Ja, ich hätte also, damit das nicht alles nur so versöhnlich endet, ich am Schluss auch noch so zwei, drei Pöbel ganz im Telegram, wo ich das Gefühl habe, wo ich jetzt würde kritisch mit dem Kaspar Villiger diskutieren. Ja. Ich denke, es hat einen grossen blinden Fleck, wo das der Erfolg von der Schweiz und auch von der schweizerischen Wirtschaft allenfalls eben auf problematische oder er würde vielleicht formulieren, auf unmoralischen Grundlagen, nicht zuletzt auch weltweit basiert. Der zweite Punkt, ich habe im Literaturverzeichnis eigentlich den Colin Crouch vermisst, Postdemokratie, dort in dem Kapitel, wo er darüber schreibt, über so die Zwänge, wo man drin ist, redet er sehr viel über das Problem der Nationalstaaten, aber das Problem, dass international, dass heute nicht mehr der Gegensatz Staat und Wirtschaft nur bestimmend ist, wo er darüber eigentlich philosophiert, sondern dass der Gegensatz eigentlich heute aufgehoben ist und sehr oft auch die lokale Wirtschaft und der lokale Nationalstaat gegen internationale Konzerne und Konzerninteressen muss vorgehen. Das fehlt für mich. Und die Regulierung von außen, oder? Ganz genau, also zum Beispiel eine Konzernverantwortungsinitiative. Und das Dritte, wo ich natürlich überhaupt nicht gleicher Meinung bin, ist natürlich vom Erfinder von der Schuldenbremse, muss natürlich die Schuldenbremse kommen mit hohem Lob. Und dort fehlt für mich die Frage, was denn eigentlich die sogenannte gesellschaftliche Investitionsfunktion ist. Also dass ich glaube, dass nicht jede Investition, ob sie jetzt juristisch, finanzjuristisch als Investition oder Ausgabe gewertet wird, dass das einfach etwas Falsches ist, sondern da finde ich jetzt gerade in den Zeiten zum Beispiel vom billigen Geld hätte heute der Staat eigentlich die Aufgabe, im Bereich Infrastruktur massiv und auch voranzutreiben. Das ist etwas, was mir da ein bisschen fehlt. Urs? Also, bei den anderen beiden Punkten würde ich jetzt mal solo stehen, die ersten beiden. Aber der dritte Punkt von der Schuldenbremse, muss ich schon sagen, da glaube ich, hätte Kaspar Villiger zusammen mit anderen, er ist ja nicht der Einzige, der das erfunden hat in seiner Zeit als Finanzminister, ein ganz grosses Werk geleistet. Und die können wir froh sein in den letzten 15 Jahren. Und das zeigt auch unter anderem, dass die Schuldenbremse kopiert wird von anderen Ländern, oder? In Deutschland ist die Diskussion, in Frankreich ist die Diskussion. Also ich glaube, die sollte man auf keinen Fall aufgeben. Das ist ganz ein hilfreiches Instrument für die Finanzpolitik und letztlich natürlich auch für die Budgetpolitik vom Bund. Das können wir doch einfach als gegensätzliche Meinung erstellen. Und ich glaube, als nächstes sollten wir mal dann zum Google Hangout einladen. Du hast ja gewisse Beziehungen zum Herrn Villiger zwischen dem Herrn Glättli, Herrn Villiger und dir, oder? Warum das wäre doch etwas, was wir müssten realisieren. Also ich wäre dabei. Das ist super. Also wir schauen das irgendwo durch. Das sollte man machbar sein. Oder sonst bei einem Bier am Stammtisch, oder? Auch das ist zum Fragen genau. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Glättli, auch Ihnen einen guten Wahlkampf. Vielen Dank dir, Urs, für die Vorbereitung und das Gespräch. Danke vielmals. Danke Ihnen beiden. Auf Wiedersehen. Ade.